Fettleder, Ölleder, gewachstes Leder, Pull-up-Leder, Sattlerleder, aber auch Vintage- und Used-Look-Leder. Alles Ausdrücke, die für Ledersorten gebräuchlich sind, die einen gewissen Antiklook haben. Dieser Antiklook entsteht durch die Tatsache, dass das Leder relativ kratzempfindlich ist. Beim täglichen Gebrauch entstehen helle Stellen bis hin zu Kratzern und speckige Kanten. Diese Gebrauchsspuren sind typisch und in diesem Fall bei dieser Art Leder auch absolut gewollt. Die sogenannte Patina sorgt für den Charme, den dieses Leder haben soll und auch haben darf. Mit der Zeit wird diese Patina intensiver, stärker und meiner Meinung nach auch schöner. Doch was ist eigentlich Fettleder? Wie wird es hergestellt? Zunächst einmal gibt es diese Leder in vielen Variationen, vom Glattleder bis hin zum Nubukleder, das eine raue, angeschliffene Oberfläche hat. Man kann aber bei allen Arten sagen, dass bei der Herstellung dem Leder in einem gesonderten Arbeitsschritt, sagen wir mal, eine extra Portion Fett gegönnt wird. Das Leder wird zunächst gefärbt. Dann werden spezielle Wachse, Öle oder Fette oftmals mit der Walze in das Leder eingebracht. Helle Stellen, die beim Gebrauch entstehen, können durch Massieren des Leders manchmal einfach mit der Hand herausgerieben werden. Manchmal sind die eingearbeiteten Fette aber auch noch zusätzlich eingefärbt, was in manchen Fällen dazu führen kann, dass das Leder auch abfärbt, weil die abgeriebenen Fette noch Farbpigmente enthalten. Aber kommen wir zur Pflege. Ein paar grundsätzliche Tipps. Benutzt immer Reinigungs- und Pflegeprodukte, die für euer Leder geeignet sind. Es gibt sie für Glatt- und Raulederarten. Probiert das Reinigen immer an einer verdeckten Stelle aus. Denn niemand kann hundertprozentig vorhersagen, wie das Leder auf euer Reinigungsmittel reagiert. Arbeitet immer flächig. Also eventuell von Seite zu Seite oder von Naht zu Naht und das Ganze ohne mitten auf der Fläche aufzuhören, denn sonst können solche sichtbaren Kanten entstehen. Gebt den Reiniger oder das Pflegeprodukt immer auf einen Lappen oder einen Schwamm, niemals direkt auf das Leder. Das verhindert ungleichmäßiges Aufbringen des Produktes. Dieses Stück einer Tasche habe ich eingesaut. Es hat Kratzer, Schlammspritzer, sogar fettige Soße abbekommen. Eine Seite werde ich nun reinigen. Erster Schritt, schonend Schmutz entfernen. Mit schonend ist gemeint, keine ätzenden Reinigungsmittel, die der Lederstruktur schaden können. Es gibt im Fachhandel unter anderem Sets, die sowohl Reiniger als auch Endpflege enthalten. Etwas Reiniger auf einen weichen Lappen oder einen Schwamm geben. Mit kreisenden Bewegungen die Verschmutzung lösen und mit einem sauberen Stück Stoff oder Papiertuch den Schmutz abwischen. Je nach Verschmutzungsgrad ist das eventuell mehrmals nötig. Der zweite Schritt, Oberflächen angleichen. Bei Ledern mit rauer Oberfläche, also nubukisiertem Leder, können starke Kratzer auch mit Hilfe eines Schleifpads angeglichen werden. Dazu kann man im Fachhandel spezielle Lederschleifpads kaufen, doch eigentlich funktionieren auch Reinigungspads für Teflonpfannen. Die sind auch nicht zu rau und um einiges günstiger. Der Bereich um den Kratzer wird nun vorsichtig mit dem Pad angeraut. So verschwindet der Kratzer wieder. Der Erfolg hängt natürlich davon ab, wie tief der Kratzer war. Logisch. Der dritte Schritt, Lederpflege. Unser Leder braucht Liebe. Wir geben dem Leder das mit den Jahren verlorene Fett zurück. Das Auftragen funktioniert genau wie bei der Reinigung. Zuerst auf einen Lappen oder Schwamm und dann mit kreisenden Bewegungen. Danach sieht euer liebstes Lederstück wieder aus wie aus dem Laden. Naja, zumindest fast. Und wer keine Gebrauchsspuren mag, muss halt öfters pflegen oder sich in Zukunft beim Kauf auf anderes Leder konzentrieren. Mehr zum Thema Leder auf den Seiten von Gusti oder auf meinem Blog. Danke fürs Zuschauen.